Die deutsche Marine ist wachsam. Wir sind jederzeit wachsam und während unserer Wache passiert hier nichts. Mit diesen Worten verabschiedete der Abteilungsleiter Einsatz im Marinekommando, Admiral zur Mühlen, ein Schiff aus Wilhelmshaven, welches die von Militärangehörigen gerne gebrauchte Redewendung »Leben in der Lage« beispielhaft umsetzt. Denn nach Änderung der sicherheitspolitischen Lage in Osteuropa reagiert die NATO und damit natürlich auch die Bundeswehr. Ein Beispiel hierfür liefert die deutsche Marine. Die Marine zeigt, wie flexibel sie ist. Und diese Besatzung hat gezeigt, wie flexibel sie ist. Gestern wäre sie noch runtergefahren ins Mittelmeer, Seeraumüberwachung vor dem Libanon. Heute läuft sie nach Norden aus, um einem operativen Verband der NATO unterstellt zu werden. Ab morgen ist sie Teil dieses Verbandes, also auch körperlich. Ich kann nur sagen, Respekt für diese Besatzung, für die Flexibilität. Das ist wirklich professionell, was diese Kameraden geleistet haben. Denn vor 3 Tagen habe ich sie erst gestoppt auf dem Weg nach Süden, um zu sagen, wir haben einen neuen Auftrag für sie. Und den erfüllen sie. Da auf meinem Kanal heute zum ersten Mal eine Korvette zu sehen ist, habe ich einen Experten gebeten, uns diese näher zu erläutern. Johannes Peters ist Abteilungsleiter für maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel und beschreibt uns diesen Schiffstyp so. Dennoch ist es so, eine Korvette ist eine kleinere Einheit als eine Fregatte, oftmals etwas leichter bewaffnet als beispielsweise eine Fregatte, dennoch aber ein vollwertiges, veritables Kriegsschiff. Die Korvettenklasse K-130 ist für den weltweiten Einsatz konzipiert. Sie wird ja auch weltweit eingesetzt, wenn man mal betrachtet, dass der Beitrag der deutschen Marine vor dem Libanon bei UNIFIL immer durch eine Korvette abgedeckt wird. Mhm. Dann ist das also kein Problem, diese Schiffe über große Distanzen zu verlegen. Sie sind auch entsprechend seegängig, das ist überhaupt kein Problem. Der einzige Unterschied, den sie vielleicht gegenüber einer größeren Einheit, einer Fregatte hat, ist die Seeausdauer. Also eine Fregatte kann ohne Nachversorgung länger in See bleiben, als das eine Korvette kann. Die Vorteile der Korvette, Sie haben es angesprochen, sie sind konzipiert eher für küstennahe Einsätze, für Randmeeroperationen. Mhm. Bedeutet, sie haben etwas weniger Tiefgang, sie sind von der Radarsignatur optimiert. Das erkauft man sich sozusagen mit dieser etwas geringeren Seeausdauer. Auch die parlamentarische Staatssekretärin Siemtje Möller nahm an der Musterung und Verabschiedung der Besatzung teil und beschreibt die aktuelle Lage so. Erstmal guten Morgen und Moin. Die Korvette Erfurt läuft heute unter sehr besonderen Vorzeichen aus. Nach der beispiellosen Aggression und dem Beginn eines Angriffskrieges durch Russland in der Ukraine gilt es entschlossen zu handeln. Wir müssen sichtbare Zeichen der Bündnissolidarität und auch der Abschreckung senden. Die aktuelle Lage erfordert eine deutliche Reaktion gemeinsam mit unseren Verbündeten innerhalb der Allianz. Wir sind bereits in alle 4 maritimen NATO-Einsatzverbände mit Einheiten der deutschen Marine eingemeldet und das nicht erst seit heute. Für die Snimmig 1 stellen wir neben dem Flaggschiff den Einsatzgruppenversorger Berlin, nunmehr mit der Korvette Erfurt eine 2. Einheit und insgesamt die 5. Einheit innerhalb der maritimen Verbände. Herr Plagmeier. Frau Staatssekretärin, man kann ja mit Fug und Recht sagen, dass Sie ein Kind Wilhelmshavens sind. Sie sind mit der Marine hier auch am Stützpunkt sehr verbunden. Wenn Sie über den Stützpunkt gehen, treffen Sie an jeder Ecke jemanden, den Sie kennen. Mit welchem Gefühl sind Sie denn heute Morgen hierher gefahren, wenn ich fragen darf? Es ist ein sehr ernster Morgen. Die Aggression und die militärische Invasion Russlands in der Ukraine führt ja dazu, dass das, was ich nie zu glauben oder anzunehmen gewagt habe, dass es eben tatsächlich zu Krieg auf dem europäischen Kontinent wieder kommt, dass das Realität geworden ist und wir dementsprechend eben auch nicht mehr in Anführungsstrichen nur zum Üben unsere seegehenden Einheiten auslaufen lassen müssen, sondern eben auch, um klar ein Signal der Abschreckung und auch der Verteidigungsfähigkeit auszusenden. Für mich ist das heute ein sehr ernster Morgen, ein sehr sorgenvoller Morgen und er ist eingebettet eben in die Gedanken, die ich auch für die ukrainische Bevölkerung habe. Ich habe die Ukraine 2-mal besucht, bin durch Kiew gelaufen und bin immer noch absolut schockiert davon, dass es vermutlich nie wieder so sein wird, wie es war. Die Korvette Erfurt verstärkt also ab morgen die Nordflanke der NATO und trägt ihren Teil dazu bei, unseren europäischen Bündnispartnern in diesen Tagen zur Seite zu stehen. Die komplette Pressekonferenz sowie das komplette Interview mit dem Marineexperten Johannes Peters finden Sie in Kürze ebenfalls auf meinem Kanal. Bleibt noch, der Besatzung alles Gute zu wünschen
und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.